Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe schon länger kein Aufgebraucht-Video mehr gedreht und es wird Zeit. Also wenn du Bock drauf hast, meine, ja, Reviews zu den aufgebrauchten und teilweise, ja, teilweise auch aussortierten Produkten zu sehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich kann jetzt schon mal versprechen, es wird wahrscheinlich etwas länger, denn meine Aufgebraucht-Videos sind einfach voll von Informationen, die sich gerade so ergeben, weil ich gebe euch einfach meine Review zu den Produkten ab, die ich verwendet habe, die jetzt quasi leer gegangen sind, oder zu Produkten, ich habe glaube ich ein, zwei Produkte dabei, die ich aussortiert habe, die ich aber einfach auf einer bestimmten Ebene nicht vertragen habe oder so und was ich einfach mitteilen wollte. Es gibt natürlich auch was zu gewinnen, was du gewinnen kannst, was du dafür tun musst. Sage ich alles im Laufe des Videos, also bleib einfach dran und schau es dir an. Hat sich gereimt. Los geht's. Ja, ich habe hier ein Tütchen, wo ich quasi meine aufgebrauchten Adventskalenderprodukte drin habe. Naja, da jetzt die Adventskalender alle weitestgehend geöffnet sind, muss ich das jetzt nicht separieren. Ich habe meinen Müll übrigens aktuell nicht sortiert. Das kommt jetzt wirklich gerade mal total randommäßig durcheinander. Sonst mache ich das ab und an mal, eigentlich meistens, dass ich meinen Müll sortiere. Jetzt mache ich es nicht. Gut, ja, ich starte doch einfach mal. Von der lieben Jana, White Swan Beauty hatte ich im Adventskalender diese Haarmaske. Das ist von L'Oreal Elvital, die Steam Mask. Ich muss sagen, dass sie mir wirklich gut getan hat, also dass ich die gut vertragen habe, dass die auch gut funktioniert hat und eine gute Wirkung hinterlassen hat. Die Wirkung hatte ich aber wirklich nur temporär, sprich den Tag nach dem Duschen und auch als ich mich geföhnt habe, nachdem ich die benutzt habe. Ich finde es daher von der Wirkung und vom Preis her zu teuer dafür. Dann nehme ich lieber eine normale Tubenhaarmaske und ja, hier hattest du halt ein Zweier-Bundle. Hier hattest du die, diese Haarkappe, genau, mit drin. Heißt die so Duschkappe? Ich weiß es nicht. Und hier oben hattest du das Sachet drin, wo halt die Flüssigkeit drin war. Dann hast du dir die Flüssigkeit oder die Creme vielmehr auf das frisch gewaschene, handtuchtrockene Haar gegeben, das einmassiert. Dann hast du die Haarkappe drüber gezogen, bist dann, wie lange durch die Gegend gelaufen? 10 Minuten. Und konntest dann die ganze Geschichte auswaschen. Ja, wie gesagt, leider nur eine temporäre Geschichte, aber für mal ausprobieren fand ich es ganz witzig. Ne, würde ich mir aber nicht nochmal kaufen. Dann habe ich gemacht von Isana die Hydrogelmaske Glow and Shine. Das ist diese hier. Die hatte ich auch im Adventskalender mit drin und ich glaube auch von der lieben Jana, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hatte ich die, das ist eine gute Frage, wo habe ich die weg? Ich habe es nämlich leider nicht draufgeschrieben. Habe ich gerade leider, tut mir total leid, völlig vergessen. Ja, da war das Problem, dass die mir, also ja, also im Prinzip von der Wirkung her am Ende war sie gut. Aber von der Anwendung her war die mir irgendwie zu trocken. Also die stand echt blöd ab. An den Augen war sie mir irgendwie zu klein, an den Seiten auch zu eng. Na gut, sie war halt nicht in den Haaren dann dafür drin, aber da war halt eine Lücke zwischen meinem Haaransatz quasi und meinem Gesicht, sodass dann halt irgendwie gefühlt nicht das ganze Gesicht gepflegt wurde. Ja, strahlend schöner Teint, kühlend und glättend, Hyaluron und Grapefruit. Also kühlend ja, glättend keine Ahnung. Ja, mein Gesicht hat danach schon so ein bisschen aufgepolstert ausgesehen, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Ich persönlich mag nach wie vor die Neutrogena Gelmasken noch besser, noch lieber tatsächlich, ja. Aber kann man sich anschauen, wenn man diese zweigeteilten Hydrogelmasken gerne mag. Ich fand sie aber, wie gesagt, ein bisschen zu trocken. Wenn du übrigens sehen willst, wie ich aussehe, wenn ich Masken trage, dann folg mir einfach auf Instagram. AidWhiteP, Claudia Rückwärts heiße ich da. Da poste ich dann auch gerne Fotos davon. Dann habe ich hier verwendet Kina Cosmetics Hydrating Manuka Honey. Von Sandra war das im Adventskalender mit drin. Die fand ich ganz gut. Die war sehr, sehr angenehm. Diesen Manuka Honig, ich merke einfach, dass es ein guter Inhaltsstoff ist, der mein Gesicht pflegt, der mir gut tut und der mir einfach Spaß macht. Also das ist eine koreanische Maske gewesen und du hast einfach hier die Wirkung gespürt. Ich habe sie, während sie drauf war, gemerkt, die Wirkung. Sie war schön feucht, sie war toll. Sie war ein bisschen dick von der, vom Vlies her, aber das wurde ihr verziehen, weil die einfach so schön getränkt war mit dem Serum und das hat so gut getan. Meine Haut hat sich super danach angefühlt. Klasse.
Dann habe ich ein Haarprodukt aus dem Balea Adventskalender leer gemacht, das nährende Haarpflegespray It's a Magical Time. Und ja, das habe ich quasi in mein feuchtes Haar gegeben, bevor ich es geföhnt habe. Und nach dem Föhnen kämme ich ja erst meine Haare, weil ich einfach Angst habe, dass sie mir sonst abbrechen, ausreißen oder sonst irgendwas. Und das fand ich nicht gut. Also ob ich das jetzt verwendet habe oder nicht, es hat gar keinen Unterschied gemacht. Von der Textur her, also das Produkt, was ich hier in dem Mini-Pöttchen befunden hat, war das eine dickflüssige Konsistenz, die aber sehr schön aus dem Sprühkopf rauskam. Also würde ich jetzt quasi nach einem Sprühkopf suchen oder nach einem Sprüher suchen, der Produkte, die ich mir aufsprühen möchte, schön versprüht, würde ich dieses Produkt behalten. Brauche ich aber nicht, ne? Weil ich habe aktuell einen schönen Sprüher, mit dem ich zum Beispiel meinen Toner auftrage. Ja. Es sind natürlich jetzt hier bei den Masken und so Sachen, die ich jetzt auch dann in diesem Monat geöffnet und direkt verwendet und dann aufgebraucht habe. Aber es sind auch viele Pflegeprodukte dabei, die ich tatsächlich über Monate hinweg verwendet habe. Also das hier ist nur das, was quasi leer gegangen ist, ne? Dann habe ich hier von Jana aus dem Adventskalender The Body Shop Aloha Calm Sheet Mask. Ja. Die fand ich auch ganz gut, die hat mir ganz gut getan. Aloe Vera ist sehr, sehr pflegend, hat wirklich hydratisiert. Die Frage ist immer, Langzeitwirkung bei solchen Masken. Lege ich meine Hand für nicht ins Feuer, dass sie dann halt auch langfristig irgendwie was Tolles mit der Haut anstellen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja regelmäßig, also ihr seht es ja gerade, wie viele Masken ich in den letzten eigentlich 2 Monaten verwendet habe, ne? Wenn ich regelmäßig diese Masken und so verwende, dann tut es meiner Haut richtig gut. Akute Masken verwende ich gerne, so Tonerdemasken oder Lehmmasken. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Pickel habe oder Rötungen aufgrund von Erdbeerwoche oder was auch immer, Stress, Sonne im Sommer, ne? Dann habe ich den Soforteffekt. Ja, langfristig, keine Ahnung. Ich denke einfach, dass es meiner Haut gut tut, wenn ich immer mal wieder eine Maske mache. Ne? Das ist schon recht häufig, wie ich Masken mache, aber ich mag es einfach auch gerne. Dann habe ich für meine Füße verwendet die Nivea-Creme. Das ist ja hier so die ganz klassische und an die Adventskalender-Produkte, die ich so aus den ganzen Adventskalendern, die ich mit euch zusammen geöffnet habe, aufgebraucht habe oder hier in meiner Sammlung habe, habe ich immer so ein Klebi drauf gemacht. Ja, bei manchen ist er schon runtergefallen. Also der Pott ist wirklich vollkommen leer. Als Fußcreme war die Nivea-Creme, die klassische, total super. Ich würde sie aber als keine andere Creme verwenden, außer als Fußcreme, weil sie halt doch sehr, sehr reichhaltig ist, die Haut sehr glitschig wird und ja, tatsächlich ist ja auch ein Haar von Sammy dran, tatsächlich wirklich nur ja, für mich als Fußcreme anwendbar. Ich würde sie mir niemals ins Gesicht schmieren, gegebenenfalls mal auf ganz trockene Stellen am Körper, auf Schienbeine, auf Ellenbogen oder so, aber ansonsten nehme ich da lieber eine Bodylotion, die halt auch wirklich dafür gemacht ist, ne? Das ist einfach so. Ich habe eine Augencreme von Lancôme leer gemacht. Das ist die Visionaire Yeux. Da hatte ich 3 ml in dem Lancôme Adventskalender drin gehabt. Ja, wird nie im Leben meine All About Eyes von Clinique ablösen können. Ja, die war fast ohne Effekt, muss ich sagen, bei mir. Ne? Die habe ich auch nicht lange verwenden können, weil halt nur 3 ml enthalten waren. Also das war ruckzuck leer. Nee, würde ich jetzt so nicht empfehlen. Dann habe ich ein Körperpeeling leer gemacht. Das Resveratrol von M. Asam. Ein Creme-Peeling ist das. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Das war halt ein mechanisches Körperpeeling. Ah, das riecht auch einfach toll, ne? Also hier sieht man noch ein paar Peeling-Körner drin. Das sind so dunkle Körner. Und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß gar nicht mit welchen, also hier steht auch glaube ich gar nicht drauf, mit welchen, was das Schwarze ist, was da drin ist, keine Ahnung. Es war einfach ein Peeling, ja, fand ich okay, hat die Haut aber jetzt nicht irgendwie gepflegt oder so, hat sie wirklich einfach nur gepeelt, hat quasi das gemacht, was es machen sollte. Ja, war okay, würde ich mir aber nicht nochmal neu kaufen. Dann habe ich aus dem Body Shop Adventskalender eine Badebombe verwendet. Die habe ich in einem Fußbad verwendet. Die hat sehr gut getan. Ne, man muss auf jeden Fall nach so einer Badebombe, vor allem wenn man sie ja so konzentriert verwendet wie in einem Fußbad, danach nochmal die Haut richtig abwaschen, weil ansonsten Reste davon zurückbleiben und dass die Haut reizen kann, das möchte ich nicht. Ja, das war halt eine kleine Mini-Badebombe. Für ein Fußbad okay. Ich glaube, für eine ganze Badewanne wäre es ein bisschen wenig gewesen. Aber ne, hat gut geduftet, war vollkommen in Ordnung. Ich hatte so ein bisschen Summer-Feeling im Wohnzimmer. Dann habe ich diese Pinzette jetzt aus ihrer Verpackung rausgenommen und habe dann hier jetzt die Verpackung. Das ist die von Tweezerman. Ja, die finde ich großartig. Es wird ja gesagt, dass die besser sein soll als irgendeine andere Pinzette auf der Welt. Keine Ahnung. Ja, hat mich jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh mein Gott, das ist die beste Pinzette, die ich je verwendet habe. Die ist einfach gut. Ja, die ist teuer.
Aber auch jetzt nicht so ultra teuer. Also für eine ordentliche Pinzette gibst du halt auch manchmal 20 Euro aus. Das kann passieren, ne? Und ich finde sie ordentlich. Sie werde ich heute Abend auch nochmal verwenden zum Augenbrauen zupfen. Tatsächlich, weil hier in der Mitte und hier an den Seiten doch die ein oder andere Haargeschichte sich wieder entwickelt. Weil ich benutze ja auch ein Augenbrauenserum, was meine Augenbrauen zum Wachsen bringt. Dementsprechend habe ich dann auch manchmal da irgendwo was, wo nichts hingehört. So, ja, ne? Ist okay. Kann man sich mal angucken, wenn man Bock auf eine neue Pinzette hat, finde ich. Dann habe ich hier eine Body Butter Dark Praline verwendet, ja, von Jana aus dem Adventskalender. Von Balea ist die. Die hat geil gerochen. Oh, als würdest du dir wirklich Schokolade auf den Körper machen. Und das ist jetzt ja auch gerade im Winter. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so sackkalt, aber gerade im Winter habe ich gerne auch richtig, richtig hammer, schwere, süße Ultradüfte auf meinem Körper, wenn ich mich eincreme. Ich creme mich wirklich jedes Mal nach dem Duschen ein, also jeden Abend. Und die war halt auch wirklich sehr, sehr reichhaltig, Body Butter. Die ist jetzt nicht so eine Body Butter gewesen, wie man sie jetzt zum Beispiel von The Body Shop kennt. Da ist Body Butter ja richtig, ne, das sieht auch aus wie Butter. Das ist halt richtig fest. Das hier war halt auch noch halbwegs flüssig. Also man konnte es halt aus der Tube ganz normal rauskriegen und dann auf dem Körper auch schön verteilen. Hat halt einen Weißschleier hinterlassen. Das hat halt gezeigt, okay, da ist halt ordentlich, ne, Kabuff hinter und ja, mit dem Duft nach Zartbitterschokolade, ja, definitiv. Also das war ziemlich lecker. Genau, aus dem Sephora Adventskalender habe ich auch ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich hier diesen Nasenpatch gemacht. Maskne Ananas Pineapple Nose Mask. Das hier ist tatsächlich so Clear Up Strip, sondern das ist wirklich eine Nasenmaske. Das heißt, die kannst du super verwenden, nachdem du einen Clear Up Strip verwendet hast. Einfach nochmal, um die Poren zu verschließen, um alles ein bisschen, ja, zu beruhigen und die Poren wieder zu verfeinern. Ja, das war eine ganz, ganz, ganz dünne Geschichte, ganz klein und wabbelig. Du musstest da mehrere Folien abziehen, um dann halt an diese kleine Wabbelschicht ranzukommen. Und die ist dann auf der Nase und die pflegt auch schön. Hat mir auch ganz gut getan. Würde ich auch tatsächlich wiederverwenden. Auch wenn ich jetzt nicht so den Soforteffekt gesehen habe, aber ich denke, solche Produkte sind eher was so für den langfristigen Gebrauch. Habe ich jetzt ja von YesStyle auch was ich jetzt langfristig verwenden werde oder langfristig verwende. Von Patchology habe ich hier unter Augenpatches gehabt. Ja, ne, das war okay, waren halt Unteraugenpatches. Es war jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt die absolute Erfindung, die sich jetzt jeder nachkaufen muss. Für mich ist es so, ich sehe bei fast jedem Augenpatch, dass er eine Wirkung bei mir erzielt, weil ich bin einfach schon 30 Jahre alt und habe natürlich unter Augen Trockenheitswellchen und sobald ich da diese Patches drauf mache, habe ich einen Effekt, also ganz einfach, ne, genau. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was verwendet und zwar von Rituals. Holy Crackle, das fand ich ja ganz furchtbar. Ne, das ist zum Eincremen tatsächlich ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du so dieses Knistern auf der Haut hast. Ne? Das ist, als wäre deine Haut elektrisiert und dann hat es noch nicht mal richtig gepflegt und war so schnell leer. Da war ich super enttäuscht von. Also das kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Das ist das Geld wirklich nicht wert. Das tut mir auch leid, weil ich Rituals eigentlich wirklich gern mag, aber das Produkt war einfach Mist. Ja, dann habe ich hier von Kiehl's ein Amino Acid Shampoo leer gemacht. Ja, ne? Ich verwende solche Shampoos gerne so alle, also immer dienstags und freitags, wenn ich halt so meine Pflegetage habe, wo ich dann auch eine Haarkur verwende oder eine Haarmaske, wo ich mein Gesicht peele, wo ich meinen Körper peele, also immer zweimal die Woche, ne? Da habe ich dann auch immer für die Tage ein separates Shampoo, wo ich halt nicht mein reguläres Shampoo verwende. Das heißt, so entwöhne ich meine Haare auch ein bisschen, dass sie sich halt nicht an ein bestimmtes Shampoo gewöhnen, sondern dann zweimal die Woche halt auch ein bisschen Abwechslung bekommen. Und da verwende ich dann auch gerne Shampoos, die ein bisschen krasser sind. Also die halt auch vielleicht die Kopfhaut peelen oder die Kopfhaut auch so ein bisschen animieren, ein bisschen cooler zu werden oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ich habe Bickelchen auf der Kopfhaut und die möchte ich gerne weghaben und das erreiche ich damit. Ja, deswegen, das habe ich hiermit auch erreicht. Das hat mir ganz gut getan. Das hat auch seine Wirkungen erfüllt. Ne? Also meine Haare waren halt dann gesäubert. Sie haben nicht schnell nachgefettet. Ich fand es auch ganz klasse. Finde es aber viel zu teuer dafür. Also, ne, es war halt im Adventskalender. Darüber freue ich mich sehr. Aber ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ähnlich geht es mir hier bei dem hier oder mit diesem hier von Paul Mitchell. Das Ava Puhi Shampoo habe ich genau so verwendet, also nur zweimal die Woche und dann halt entsprechend, ne, eben dafür, damit die Haare bla bla bla, wie eben schon erwähnt, nicht dran gewöhnt werden und so. Und das war gut, ne, ist feuchtigkeitsausgleichend, hat mir auch ganz gut gefallen, würde ich mir aber auch nicht nachkaufen aufgrund von, kostet ganz schön viel,
Asche. So, dann habe ich hier noch eine Maske gemacht. Hyaluron Melting Chew Mask. Ja, auch die war jetzt nicht so der Burner, war aber auch nicht verkehrt. For Dry Skin stand hier drauf. Ja, ne, fand ich ganz okay. Hat halt entsprechend gepflegt, aber war jetzt nicht irgendwie mit einem lang anhaltenden, unfassbar geilen Effekt, wo ich mich nicht hätte nachher eincremen müssen oder so. War okay, ne, habe ich gerne verwendet, aber da gibt es auch günstige von Balea, die den gleichen Effekt haben. So, dann habe ich hier eine Handcreme leer gemacht von Essence aus dem Adventskalender. Die Nourishing Hand Cream, das ist diese hier. Sowas habe ich entweder am Bett stehen oder in meiner Handtasche. Immer dabei, also gerade jetzt, wenn es kälter ist. Ich creme enorm viel meine Hände auch ein. Einfach weil, ja, ne, also ich habe jetzt auch zum Beispiel nur Nagelhärte heute drauf, dann sieht man auch einiges wahrscheinlich, ne. Meine Hände sind sehr, sehr trocken und ich muss immer zusehen, dass ich vor allem hier so meine Nagelhaut immer irgendwie einöle oder halt eincreme, wenn ich unterwegs bin und ja, da die entsprechende Pflege habe, weil es ansonsten so trocken wird, dass ich dann einfach anfange zu knibbeln. Sei es mit den Fingern, dass ich knibbel oder dass ich knabber. Nicht gut. Und um das halt zu umgehen und um da einfach mir selber entgegenzuwirken, ganz viel Handcreme verwenden, dann tue ich es nicht. Genau. Ja, das mache ich entweder aus Nervosität manchmal so unbewusst oder ich mache es einfach, weil ich bin ein Knibbelmensch. Ich bin da ganz furchtbar. So, dann habe ich hier Silky Gloves Protecting Hand Serum von Alessandro verwendet. Das habe ich verwendet, als wir den Adventskalender zusammen aufgemacht haben. Ja, das war ganz okay. War jetzt aber nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist ja der Burner und das ist mega sein Geld wert, weil das ist auch ziemlich teuer, wenn man das so kauft. Da kannst du genauso gut nur reichhaltige Handcreme auch verwenden. Ja, dann habe ich hier von Isana die Cremedusche leer gemacht, auch das aus dem Isana Adventskalender. Die fand ich total larifari, also die hat meinen Körper natürlich sauber gemacht, hat aber jetzt nicht irgendwie einen besonderen Duft gehabt oder mich, weiß Gott, wie umgehauen. Nö, hat halt einfach noch sauber gerochen. Also nichts Aufregendes tatsächlich dabei. Eins, was ich halt hingegen richtig gut fand, war von Balea, die Cremedusche It's a Mystical Time. Die war nämlich braun. Das war nicht witzig. Ja, sowas feiere ich dann ja immer, ne? Und das hier ist ja auch mit Schokoduft gewesen. Verwöhnt Körper und Sinne definitiv. Also ich liebe Schokoduft jetzt im Winter. Das ist mega meins. Also die fand ich cool. Die hat mir gefallen. Da hatte ich auch richtig Spaß mit. Dann habe ich hier ein Serum leer gemacht. Das ist ziemlich teuer, glaube ich, gewesen. Bio-Effekt EGF Serum. Auch das natürlich jetzt aus einem Adventskalender, weil wir sind ja noch in der Adventskalenderreihe hier. Ja. Das fand ich auch ganz gut. Das war halt extrem reichhaltig, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das war halt auch eher so ein Öl tatsächlich. Habe ich sehr, sehr wenig verwendet. Das war durchsichtig, genau, transparent. Und ja, habe ich, ich glaube, wirklich immer nur einen einzigen Tropfen fürs Gesicht verwendet. Und ja, quasi Toner drauf, das Serum drauf, dann meine Augencreme drauf und dann meine Gesichtscreme drauf und dann bin ich tutti und ready to go. Und ja, das fand ich ganz gut, aber würde ich mir nicht nachkaufen, aufgrund von ist zu teuer. So, vier Ampullen habe ich hier auch noch wieder leer gemacht. Die hole ich hier mal raus und hoffe, dass ich mich nicht dabei schneide. Das ist ja immer so eine Sache, weil man die ja immer so oft knackt, sage ich mal. Eine, die ich richtig toll finde und euch wirklich empfehlen kann, ist die Hydra Plus Ampulle von Barbour. Die hat mir wirklich gut gefallen, weil du machst die drauf. Und ich mache das immer so, dass ich mir die Flüssigkeit dann immer nach und nach auf meine Finger gebe und dann so aufs Gesicht einklöppel. Und das mache ich dann halt auch vornehmlich abends. Und hier hast du halt die Hydratisierung in dem Sinne gemerkt, weil dieses Serum nachher ja leicht cremig, ölig von der Textur her wurde. Also je mehr du das eingearbeitet hast in deine Haut, desto mehr ist deine Haut auch aufgeplustert gewesen und du hast einfach nachher diesen richtig pflegenden Film, das Gesicht hat gestrahlt und hat Feuchtigkeit ausgestrahlt. Natürlich, danach habe ich auch ganz normal noch eine Gesichtscreme verwendet, aber ne, finde ich richtig klasse. Ich habe auch noch ein paar davon und freue mich da sehr drüber, die noch weiter zu verwenden. Da habe ich nämlich hier auch noch eine weitere verwendet, also das sind zwei davon, die ich davon verwendet habe, finde ich echt geil. Von Susanne Schmiedeberg Lifting Power Serum. Dieses hier habe ich leer gemacht. Auch das fand ich ganz gut, hat mich aber nicht so umgehauen wie jetzt zum Beispiel das von Barbour. Ne, das war okay. Lifting, nö, merke ich ja nichts von. Was soll ich davon merken? Meine Haut wird ja nicht von jetzt auf gleich so einmal snatchy. Nein.
vergiss es. Dann Anti-Aging-Konzentrat von Liil GmbH. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich glaube aus dem Asam Adventskalender, Asam Beauty. Moment. Ja, das war halt ähnlich wie halt auch das von Dr. Susanne Schmiedeberg. Das war halt von der Textur her etwas, oder von der vom Optischen hat es auch etwas milchiger ausgesehen, ne? Aber war nicht so pflegend wie das von Barbour tatsächlich. Da muss ich wirklich Barbour loben in diesem Moment. So, diesen Karton werde ich entsorgen, weil irgendwas ist ausgelaufen. Super. Dann mache ich da direkt auch den Glasmüll rein. Da habe ich den nämlich auch hier vom Tisch. So, gut. Dann kommen wir zum nächsten hier, was ich hier habe. Ich habe eine Kosmetiktücherbox leer gemacht. Ich glaube, das hier waren die Recycling-Geschichten. Ich glaube schon. FSC. Ich glaube schon, ne? Zellstoff-FSC-Zertifizierung. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, ob ich jetzt die Recycling-Viecher nehme oder ob ich die normalen Viecher nehme. Ich merke für mich da keinen Unterschied. Deswegen werde ich immer nur noch die Recycling-Viecher nehmen. Manchmal brauche ich einfach diese Kosmetiktücherboxen. Sei es, dass ich die hier irgendwo im Haushalt rumstehen habe zum Naseputzen. Oder halt hier auf dem Schminktisch, wenn ich irgendwie mal was wegmachen muss oder so. Dann ist es immer ganz gut, wenn man was da hat. Ich habe hier natürlich, ne, einen Lappen liegen. Ich habe mich nämlich eben geschminkt, jetzt nicht mit euch zusammen, das habe ich eben mal so ein bisschen separat gemacht. Also da habe ich die Shangso BH Cosmetics The Remix Palette auf meinen Augen und ansonsten habe ich mich genauso geschminkt, wie ich mich in meinem Fresh Up Make-Up Tutorial gedünsten geschminkt habe. Genau. Dann habe ich hier auch, weil ich es hier auf dem Tisch liegen habe, immer Balea Softe Reinigungstücher. Auch das, wenn einfach mal irgendwas nicht abgeht. Ich habe immer mal wieder, dass ich Lippenswatches mache oder sowas, ne? Und das muss ja irgendwie abgenommen werden. Das kriegst du nicht mit so einem Lappen runter. Ich habe hier natürlich auch ne, so ein Produkt stehen, dass ich mir quasi, also das ist jetzt ein Cleansing Foam, dass ich mir dann das so einreibe und dann mit dem Lappen drüber gehe und so. Hast aber nicht immer Bock drauf, muss ich gestehen, bin ich ehrlich, ne? Auf Arbeit hatte ich dieses Deo stehen von Nivea Pearl and Beauty Quick Dry. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also das hat seinen Dienst ganz gut gemacht und 48 Stunden Protection, vergiss es. Aber es hat halt einfach trocken gehalten. Und da hat sich jetzt auch keiner drüber beschwert, der es mitbenutzt hat. Sowas steht immer bei uns auf dem Damenklo, weil ich es da hinstelle. Invisibobble, da habe ich jetzt hier den letzten in meinen Haaren drin. Die leiern bei mir einfach unfassbar schnell aus, aufgrund von, ich habe einfach viel lange Haare. Viel lange vor allem, ne? Ich habe lange Haare und ja, da muss es auch immer ziemlich oft rum und gefuddelt werden und so. Und dann kommt das, wenn das so sehr ausgeleiert ist, mache ich das in heißes Wasser, dann mache ich das danach in kaltes Wasser, dann, ne, dann zieht es sich halt wieder zusammen. Problem ist aber, irgendwann sind diese Moleküle in diesen Invisibobble so gebrochen, in Anführungsstrichen, dass der Invisibobble einfach nicht mehr in seine Form zurückkommt und dann komme ich damit einfach nicht mehr klar. Und ich hasse es so sehr, wenn mir ständig meine Haare so rausfuddeln und ich dann alle 5 Minuten meinen Bommel neu machen muss. Da raste ich aus. Und ja, ne, deswegen, das habe ich leer gemacht. Finde ich ganz gut. Dann von Valoloco, das ist eine Peeling-Seife. Die habe ich aktuell unter der Dusche, beziehungsweise ich habe einen Waschlappen, wo ich die dann halt immer drauflege, der bei mir am Waschbecken liegt, damit ich die halt nicht unter der Dusche immer habe, weil ansonsten würde sie ja quasi irgendwann von alleine sich auflösen. Das will ich nicht. Ich will sie ja verwenden. Das ist die Peeling-Seife mit Kaffee und Zimt. Also das schreit zum einen meinen Namen wegen dem Kaffee und dann hast du diesen Zimtduft mit dabei. Da fühlst du dich wie ein Lebkuchenmensch, was ich großartig finde. Jetzt halt, ne, um Weihnachten herum ist es einfach, ich feiere das. Und ja, jeden Dienstag, jeden Freitag gehe ich damit über meine Haut. Es ist ein bisschen zeitaufwendiger tatsächlich, ne, weil du doch ein bisschen mehr Zeit investieren musst. Wenn du dir sonst einfach so ein bisschen was in der Hand machst und dann drauf damit und fertig. Das geht ein bisschen schneller, als wenn du jetzt so eine Blockseife hast und dann über deinen Körper so damit gehst und dann ja wirklich über jede Stelle gehst, weil du ansonsten keine Peelingpartikel dahin bekommst, weil diese Seife ja doch sehr fest ist, ne? Das ist einfach so eine Blockseife, die hatte ich in der Vegan Beauty Basket drin. Ja, was ich halt gut finde, du hast hier, ne, fast zero waste. Du hast hier einfach so ein Recyclingpapier, was da so drum gemacht ist, um halt die Inhaltsstoffe und so weiter gesetzlich vorgeschrieben, wie auch immer, mit anzugeben. Aber ja, das war's, ne? Also das finde ich schon sehr, sehr geil und wenn ich so die Möglichkeit habe, sowas zu verwenden, verwende ich das deutlich lieber als halt Produkte, die in Plastikverpackungen sind oder so. So, eine Gesichtsmaske habe ich verwendet und zwar die Kneippfeuchtigkeitsmaske Mandelblüten Hautzart. Das sind 2 Sachets gewesen. Ja, ne, die habe ich gerne verwendet. Die haben mir beide gut getan. Beide Sachets, war ja auch beide mal das gleiche drin. Für sensible Haut. Das ist einfach eine Crememaske, die du dir auf dein Gesicht gibst und dann 10 Minuten, 15 Minuten wartest, genau. Und dir dann einfach mit einem Tuch abnimmst. Ich habe dafür einfach einen Waschi genommen, habe den trocken über mein Gesicht und dann war auch
schon die Cremegeschichte runter, habe dann die Reste leicht einmassiert, die nicht gekrümelt haben, keine Würstchenbildung, 1A. Ja, und das hat wirklich Feuchtigkeit gespendet und mir gut getan. Kann ich empfehlen, fand ich toll. So, eine Zahnpasta habe ich aufgebraucht. Das ist diese hier von Signal. Die hatte ich in der Glossy Box Birthday Edition tatsächlich drin und jetzt auch nochmal in der Glossy Box Young Birthday Edition. Herzlichen Glückwunsch. War eine gute Zahnpasta, beschwere ich mich nicht drüber. Aber ich beschwere mich drüber, wenn sowas in Beautyboxen drin ist. Ich hole mir sowas gerne im Laden, wo ich dann auch selber auswählen kann. So, ich habe, keine Ahnung, sensibles Zahnfleisch, deswegen brauche ich die und die Zahnpasta. Ich möchte nicht, dass mir eine Beautybox vorgibt, welche Zahnpasta ich zu verwenden habe. Deswegen bin ich, und ich möchte dies in aller Deutlichkeit sagen, gegen Zahnpasten in Beautyboxen oder in Adventskalendern. Ich möchte es einfach nicht. So, deswegen, gute Zahnpasta möchte ich aber nie wieder in einer Box sehen. Zweimal reicht. So, hiermit haben wir den ersten Bottich geleert. Hier habe ich nun den zweiten und letzten Bottich auf meinem Tisch stehen. Das Video ist auch schon relativ lang, aber wir machen doch einfach mal lustig weiter. Da habe ich hier nochmal Recycling-Kosmetiktücher, die waren bei uns im Wohnzimmer, genau. Ich mag das eigentlich sogar noch lieber vom Design her, wie halt die Nicht-Recycling-Viecher, weil das hier einfach so, das sieht so gemütlich aus, ne? Allein, dass es halt dieses dunkle Papier ist und so robuster aussieht. Ich mag das, wenn der Kamin an ist und ich solche, das hört sich auch blöd an, ne? Aber wenn ich dann halt solche Boxen da habe, etwas rustikaler, mag ich. So, dann habe ich ein Fixing Spray leer gemacht und zwar von Kiko, das Face Make-Up Fixer Fixing Spray. Was ich an diesem Produkt an und für sich gut finde, ist, dass du dieses Produkt eben durch einen Sprüher hier oben rausbekommst und du halt lange damit sprühen kannst. Du hast halt nicht, dass du einen Pumper hast, sondern du hast einen Sprüher, wie bei einem Deo halt, ne? Dadurch kannst du das Ganze, weil es sanft rauskommt, sehr, sehr gleichmäßig und angenehm auftragen. Der Sprühnebel war sehr, sehr fein, aber ich finde jetzt nicht, dass es ein Produkt ist, was mich jetzt so dermaßen vom Hocker gehauen hat, dass ich euch das empfehlen würde. Nö, da ist tatsächlich einfach nur, wie das Produkt rauskommt, das Empfehlenswerte, aber nicht das Produkt an sich. Ja, dann habe ich hier ein Body Spray leer gemacht, Star Wars Amidala Woman, fand ich richtig schön, aber da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um das aufzubrauchen. Meine Herren, geiler Duft, aber ich benutze einfach kein Body Spray. Riecht halt süß, das heißt, im Sommer konnte man das nicht so wirklich verwenden. Der Sprühkopf hier oben spackt dir auch irgendwann zu, weil der ist bei mir ziemlich dunkel geworden. Ich hatte es selber in einem Trash-Paket, ne? Also das ist jetzt nichts, was ich mir im Laden gekauft habe. Ich wollte es mir aber tatsächlich kaufen. Ich hätte mir das aber wahrscheinlich lieber als Parfüm gekauft, als Bodyspray. Ja. Aber riecht geil, riecht toll, ne? Fand ich nett, aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. So, dann habe ich hier von Rituals The Ritual of Ayurveda ein Produkt aus der Look Fantastic Beauty Box, glaube ich, bei uns im Badezimmer stehen. Ich finde es unfassbar toll. Mein Freund meint zwar, man würde es nicht riechen. Ich finde, man riecht es sehr. Und ich finde, es riecht unfassbar toll. Das riecht, als hätte ich gerade ein frisches Rosenparfüm verwendet und hätte den Raum verlassen. Genauso riecht das und es riecht richtig klasse. Und ja, mir gefällt es unheimlich gut und entfernt unangenehme Gerüche oder übertüncht sie, man weiß es nicht. Und gibt einfach dem Badezimmer einen schönen, angenehmen Duft. So. Eine meiner absoluten Lieblingshaarmasken habe ich leer gemacht. Das ist hier von Fructis Garnier, Hairfood, Banane, Mask Nourissant. Also das habe ich von der lieben Marie tatsächlich gehabt. Das hat sie mir geschickt aus Luxemburg. Und es ist einfach geil. Also du kannst es als Maske, als Spülung verwenden. Es riecht nach Bananensplit, Bananenmilchshake. Es ist richtig, richtig geil. Und natürlich auch als Leave-In, aber das kann ich bei meiner Haarstruktur nicht machen. Das sieht dann einfach nur fettig aus. Aber ein richtig geiles Produkt. Schaut euch das an. Es gibt es auch in verschiedenen Reihen. Für mich hat es gepflegt, aber ich habe halt auch echt dünne Haare. Bei mir pflegen Produkte halt doch schon relativ schnell, aber sie entfliegen halt auch recht schnell. Also da siehst du schnell, wenn irgendwas nicht richtig ist. Genau, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ein Produkt, was ich auch schon mal aufgebraucht habe und jetzt wieder aufgebraucht habe, finde ich klasse. Von Nivea, die Haarmilch, natürlicher Glanz, Pflegeshampoo, Milch und Seidenproteine und Eucerin. Ja, sowas ist ein tolles Shampoo für mich, weil es meine Haare gut pflegt, weil es nicht nur sauber macht, sondern tatsächlich auch, weiß ich nicht, meine Haare, es macht meine Haare schön weich und geschmeidig und es gefällt mir. Die Seidenproteine merke ich davon. Ich mag den Duft, ich mag das Packaging, ich mag es, wie ich das Produkt hier rauskriege, nämlich 1A. Und ja, deswegen habe ich mich oder freue ich mich, wenn sowas in Beautyboxen drin ist. Kaufen würde ich es mir jetzt
Wenn ich nichts mehr da hätte, würde ich es mir kaufen, ja. Aber würde ich jetzt aktuell nicht, weil ich habe, ich weiß nicht, wie viele Shampoos in meinem Backup drin. Genau, dann habe ich hier von Unani Smoothing Facial Scrub drin gehabt vor allem, ne, in meiner Aussortiertkiste läuft. Quatsch, nicht aussortiert, Aufgebrauchkiste, so heißt das Vieh. Ja, ist eigentlich ein Gesichtsscrub, was ich aber sehr, sehr ungern für mein Gesicht verwendet habe. Ich habe es für meinen Körper verwendet, weil diese Orange da drin einfach nicht gut für meine Haut ist. Diese Säuren vertrage ich offensichtlich nicht und ja, deswegen habe ich es dann für den Körper verwendet. Dafür war es natürlich ein bisschen zu klebrig, ne? Aber naja, egal. Ist ja auch eigentlich nicht für den Körper gedacht. Würde ich auf gar keinen Fall nachkaufen. Collagen Golden Night Anti-Wrinkle Nourishing Face Cream von Silke. Die habe ich auch leer gemacht. Die fand ich ganz klasse. Eine ganz leichte Textur hat die. Riecht sehr angenehm nach frisch gewaschener Wäsche. Also so ein Baumwollduft hat die mit dabei. Hat mir richtig gut gefallen. Hatte ich auch in der Beautybox mit drin gehabt. Und ja, die hat mir gut getan. Ob die jetzt wirklich meine Haut in dem Sinne gepflegt hat, dass sie mir einen Kollagenboost gegeben hätte oder irgendwie Antifalten oder sonst was gemacht hätte, wage ich zu bezweifeln. Das habe ich nicht gemerkt. Aber sie hat meine Haut nur mal mit Feuchtigkeit versorgt und das hat ihr und mir ganz gut getan. Ja, dann habe ich eine Kerze hier drin. Warum habe ich diese Kerze hier drin? Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall aufgebraucht. Ich habe zig Kerzen aufgebraucht, Leute. Es ist Kerzenzeit gerade bei mir. Aber gut, die war hier mit drin. Die war in der Insta-Box. Scented Tin Candle Pumpkin, also mit Kürbisgewürz quasi. Ja, die fand ich ganz gut, ne? Ich glaube, die habe ich auch schon zweimal aufgebraucht. Warte nicht. Pumpkin, Spice and Everything. Nice. Süß, ne? Ja. Warum auch immer das hier in dieser Kiste ist. Dann habe ich, ja, meine absolute Lieblingsaugencreme leer gemacht. Clinique All About Eyes. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe noch ein paar Backups. Es ist okay. Ich werde auch ja, immer mal wieder mir Backups organisieren, weil das einfach meine absolute Lieblingsaugencreme ist. Ich kann sie euch so dermaßen empfehlen. Da ist bislang noch nichts dran gekommen. Noch nichts. Gar nichts. Die ist toll. Die ist wirklich toll. Die Textur ist eine ganz eigene. Das ist... Du machst sie drauf und es schmilzt richtig schön mit der Haut zusammen. Es ist wundervoll. Du hast eine total toll gepflegte Augenpartie danach. Ich persönlich finde, dass ich auch dadurch wacher aussehe, wenn ich sie verwende. Ja, ne? Mega geil. Kann ich dir nur ans Herz legen. Wirklich mein aller absoluter Augencreme-Favorit. Ja, absolut. Ein Produkt, was ich so lala fand, ist von Diadermin Nummer 110 Huile de Beauté. Das ist ein Körperöl gewesen. Ja, ich fand, dass es mir Pickelchen gemacht hat. Also so auf den Armen hier, so hatte ich ein paar Pickelchen. Deswegen war nicht ganz so meins. Ich benutze lieber Gesichtsöle. Das funktioniert bei mir ganz gut. Jetzt gerade zur kalten Jahreszeit funktioniert das ganz gut. Körperöle. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Da präferiere ich tatsächlich doch eher so eine Bodylotion oder eine Bodycream, eine Bodybutter oder eine Body-Schlag-mich-tot-Geschichte. Aber ne, ein Körperöl, da fühlt man sich so ein bisschen glitschig auch danach. Ich meine, das ist ein Trockenöl gewesen, das ist schnell eingezogen, ne? Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich habe mich dadurch jetzt nicht so ultra gepflegt gefühlt, um das mal so zu sagen. Lag vielleicht auch an dem Produkt an sich, ich weiß es nicht. Dann habe ich hier auch eins meiner Lieblingsprodukte leer gemacht von Glisco Hair Repair Express Repair Spülung. Ja, wenn ich halt von der Dusche rauskomme und meine feuchten Haare habe, muss ich ja, also föhne ich ja erst und dann kämme ich mich, ne? Und bevor ich mich föhne, mache ich so einen Kram rein. Das ist zum einen für die Kämmbarkeit, zum anderen gegen Spliss und dann ist es auch noch manchmal bei manchen Produkten mit Hitzeschutz mit drin. Jetzt aktuell habe ich auch eins mit Hitzeschutz mit drin, weil zum Beispiel im Sommer föhne ich meine Haare ja nicht, dann brauche ich keinen Hitzeschutz in meinen Haaren. Ja, ne, brauche ich aber tatsächlich, sonst komme ich nicht wirklich durch meine Haare durch und das sieht alles irgendwie frizzig und furchtbar aus. Ja, ne? Meine Haut ist irgendwie bekloppt, dreht durch und ist scheiße. Und deswegen habe ich von Luvos Naturkosmetik mit Heilerde diese Reinigungsmaske gemacht. Die fand ich großartig. Die hat für den Moment auf jeden Fall mein Gesicht gereinigt und Rötungen minimiert. Und ich weiß nicht, ob es Pickeln vorgebeugt hat, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Meine Haut hat sich danach sehr schön, sehr gereinigt angefühlt, sehr weich. Und deswegen mag ich auch sehr, sehr gerne die Luvos Masken, weil die echt gut sind. Also die haben wirklich was drauf und das kann man sich definitiv mal angucken. Noch eine Gesichtsmaske. Meine Herren, so viele, ne? Hier habe ich noch eine. Biodroga White Truffle Anti-Age Instant Beauty. Die fand ich klasse. Wirklich. Ne? Ich glaube, ich hatte die auch schon mal verwendet, aber es war, glaube ich, eine andere. Es war nicht die White Truffle. Die fand ich jetzt aber tatsächlich in der Anwendung ganz gut. Die hat gut Feuchtigkeit gespendet. Würde ich aber für den Preis auf gar keinen Fall nachkaufen. Da gibt es bessere von Balea. Also
nicht bessere, sondern vergleichbare. Ja, ne? War eine Tuchmaske, war okay. Hat gepflegt, definitiv. Und hat halt ein schönes Hautbild hinterlassen. Das hat mir auch gefallen. Dann habe ich einen Toner von Sunsu bei Isana Step 2 Gesichtswasser. Das habe ich mir immer umgefüllt in meinen Sprüher und dann auf mein Gesicht gesprüht. Und dann entweder halt mit den Fingern eingearbeitet, wenn es direkt nach dem Duschen war. Oder mit einem wiederverwendbaren Norvel Abschminkpad, Wattepad. Wenn es halt jetzt zum Beispiel morgens war, einfach um so ein Fresh abzukriegen. Ja, Korean Skincare hat mir ganz gut gefallen, hat mir gut getan. Kann ich mich überhaupt nicht drüber beschweren. Ne? Geiles Produkt. Kann ich empfehlen. Doch. Also hat jetzt auch bei mir keine Pickel oder sowas verursacht, wie manche erzählen, dass es bei der Reihe nicht so gut funktioniert hat. Bei mir hat es 1A, wirklich. Und ich habe keine Easy Peasy Haut. Das muss man sagen, ne? Dieses Produkt habe ich umgefüllt. Es befindet sich aktuell in einem Spender in meiner Dusche, weil du es nicht hier wirklich rauskriegst. Also hier hast du ja noch den Rest so ein bisschen drin, ne? Geiles Produkt. Riecht so geil nach Erdbeer. Richtig geil. Ich mag offensichtlich Obst auf meinem Körper. Ja, ne, 500 Milliliter sind hier drin, aber diese Flasche ist einfach viel zu hart, als dass du das immer irgendwie rauskriegen würdest. Und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf und dann habe ich mir so einen Pumper geholt. Gibt es bei DM und Co., ne, auch im Depot oder sonst irgendwo. Das hat sich gerade alles voll hardcore gereimt. Mega. Auf jeden Fall habe ich das umgefüllt und pumpe dann einfach immer so ein bisschen und dann kann ich das auf meinem Körper draufpacken. Finde ich deutlich angenehmer, als so ein Oschi da stehen zu haben. Auch wenn natürlich der Pumper ein Oschi auch ist, aber egal. Ne? Dann habe ich hier eine Haarspülung leer gemacht, die ich toll fand von Pantene Pro V. Nicht nur der Duft ist toll, sondern auch die Pflegewirkung. Also die finde ich einfach 1A. Sowas gebe ich mir auch tatsächlich nur ab Ohren bis nach unten ein. Ne? Also ich versuche auch meinen Nacken nicht damit einzuschmieren, weil mein Nacken ist doch sehr sensibel irgendwie in letzter Zeit. Fragt mich nicht, aber das sind irgendwie, weiß ich nicht, Rötungen. Ich mag es nicht. Ja, es ist furchtbar. Genau, ja, das hat gut getan, ne? Kann ich mich nicht drüber beschweren. Würde ich auch nachkaufen. Definitiv. Habe ich, glaube ich, sogar gekauft. Oder war das in der Box drin? Das weiß ich gar nicht mehr. Nur. Dann habe ich eine Maske verwendet von Love Rose Glow Your Skin. Das ist so, achso, das kommt in so ein Pöttchen. So sieht die aus. Da hatte ich tatsächlich einmal eine in der Beautybox drin gehabt, habe die verwendet, hat nicht so gut funktioniert. Dann habe ich diese hier zugeschickt bekommen, habe sie nochmal verwendet, fand sie großartig. Das ist eine Rose, die hier rauskommt und die riecht nicht nur richtig toll, also das ist in so einem, ne, Herz und dann ja. Die riecht richtig angenehm nach dieser, also nach Rose halt an sich. Und ja, die habe ich dann immer so ein bisschen im Wasser eingeweicht, also ich habe dann quasi so ein kleines Pöttchen mir in die Dusche gestellt, wo ich ein bisschen Wasser reingemacht habe. Dann habe ich diese kleine Rose da reingelegt, habe die dann so ein bisschen Wasser ziehen lassen. In der Zeit habe ich dann schon mal so ein bisschen meinen Körper gemacht, also Körper abgewaschen, Haare gewaschen das erste Mal, so bevor ich die Spülung dann drauf gemacht habe oder die Haarkur vielmehr. Dann habe ich unter der Dusche mein Gesicht, so wie es war ja angefeuchtet, ne, durch die Dusche halt, habe ich diese Blume genommen, bin damit über mein Gesicht gegangen. Und während du über dein Gesicht gehst, löst sich dann halt immer was ab, sodass du quasi so eine leichte Schicht auf deinem Gesicht hast. Und dann habe ich das einwirken lassen, habe mir die Achseln rasiert, habe mir eine Haarkur reingemacht, keine Ahnung, Beine rasiert und so weiter. Und dann habe ich das Ganze sanft mit den Fingern einmassiert, halt wie ein Peeling, weil das ist eine Peeling-Maske in dem Sinne. Und habe es dann unter der Dusche abgespült. Ja. Das hat meine Haut auch immer wirklich toll hinterlassen. Richtig gutes Produkt, kann ich wirklich empfehlen, ist aber wirklich teuer, ist sein Geld aber wert. Das muss ich sagen, nachdem ich jetzt gerafft habe, wie ich es anzuwenden habe, nämlich, dass du nur ganz wenig davon brauchst. Ich habe diese Rose, ich glaube, 5 Anwendungen oder so habe ich damit durchgekriegt. Ne, das ist, und ich habe kein kleines Gesicht, also kann ich empfehlen. Und ich glaube, diese Maske kostet 24,95 €, also die Rose. Wenn du da 5 Anwendungen rauskriegst, dann kostet das pro Mal 5 €. Hast du bei manchen anderen Masken halt auch, ne? Also von daher kann man sich anschauen. Ich hatte es, wie gesagt, in der Beautybox und habe es auch nochmal zugeschickt bekommen. Also ich kann es empfehlen, wirklich. Aus tiefstem Herzen. Und dann habe ich hier noch eine Mandel-Sensitiv-Pflegedusche leer gemacht von Weleda. Ja, die hat tatsächlich auch sogar ein bisschen Pflegewirkung gehabt. Den Duft mochte ich jetzt nicht so ultra gerne unter der Dusche, nö. Das war nicht ganz so meins, ne? Da habe ich so ein bisschen nach Marzipan gerochen, mag ich nicht so gerne. Ja, aber es war ein gutes Produkt, was man auch so empfehlen kann.
So, dann habe ich hier eine Peeling-Maske auch wieder leer gemacht von Alva, also ne, ähnlich wie die Love Rose-Maske. Rasul Peeling-Mask, also die fand ich ganz furchtbar. Die hat mir nicht gefallen, aber die habe ich halt weitestgehend aufgebraucht. Problem bei dieser Maske, du musst die echt lange einwirken lassen. Hier steht 10 bis 15 Minuten, genau. Das ist halt das Problem, wenn du es halt als Peeling-Maske verwendest, dann möchtest du sowas ja eigentlich ganz gerne auch unter der Dusche verwenden. Das heißt, du machst dir das auf die angefeuchtete Haut, lässt es einwirken und eigentlich möchtest du eben nur kurz deine Beine rasieren und dann kannst du es dann abwaschen, aber 10 bis 15 Minuten halt, ne? Das heißt, du musst dann auch ein paar Mal dann durch die Gegend rennen und es ist dann ganz schön kalt, wenn man aus der Dusche rauskommt und so. Also von daher, nee. Also fand ich vom Duft her auch sehr, sehr natürlich. Hat mich nicht geflasht. Ein mechanisches Peeling ist es auch tatsächlich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was da genau drin ist als Peeling. Partikel, Mischhaut und unreine Haut. Gut, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich halt jetzt nicht unbedingt... Gut, jetzt im Winter habe ich ein bisschen Mischhaut, aber die habe ich ja schon im Sommer angefangen zu verwenden. Ne? Ja, würde ich jetzt nicht nachkaufen, nein. Ja, dann habe ich hier eine Handcreme leer gemacht von Bandini, die Sensual Aroma Handbalsam, Handbalm mit Tamarinde und Ingwer. Die hatte keinen wirklichen Duft. Also ich habe die verwendet und dachte erst so, ja, Ingwer, nicht, dass das jetzt irgendwie zu intensiv riecht. Nö, habe ich abends dann halt am Bett stehen gehabt und verwendet, fand ich in Ordnung, hat auch gut gepflegt. Also da kann ich jetzt nichts Schlechtes drüber sagen, würde ich mir aber auch nicht nachkaufen. So, diese Viecher habe ich hier auch ein paar von getrunken. Fulminant, schöne Haut. Leute, spart euch das Geld. Nö, braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Brauchen wir auch nicht in Beautyboxen drin haben. Man braucht es einfach nicht. Ne? Wir wurden jetzt ein bisschen überschwemmt damit. Das fand ich nicht gut. Von Dr. Pierre Ricot habe ich ein Produkt leer gemacht und zwar die Intelligence Soleil. Das ist eine Tagescreme, eine Anti-Aging-Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 20. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um die, aber auch um die Silke-Creme leer zu machen. Das hier ist tatsächlich ein Glastiegel, den ich toll finde. Das ist eine sehr dicke Creme gewesen, aber ne, da hast du halt wirklich diesen Lichtschutzfaktor auch dran bemerkt. Genau, das hier ist Glas, das ist Plastik, das wird getrennt. Fand ich gut. Ich fand den Tiegel nur blöd, weil es hat sich am Ende hier an dieser Kante, ne, hier unten drunter, wenn du so, da musstest du mit dem Finger richtig doof reingehen, um das Produkt rauszukriegen. Das fand ich unpraktisch. Fand ich wirklich unpraktisch. Von der Pflege und von der Creme an sich, gutes Produkt. Packaging 1A kann ich vollkommen empfehlen. Aber, also Packaging im Sinne von hübsch, ne? Aber Packaging im Sinne von Handling fand ich doof. So. Jups. Wo ich jetzt schon mal hier unten am Machen bin, kann ich doch mal kurz zeigen, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar eine Look Fantastic Socke für die Frau, gefüllt mit den Produkten, die ich euch auch im Unboxing gezeigt habe. Ja, genau. Das kannst du in diesem Video gewinnen. Und was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. So, dann habe ich hier von Dr. Pierre Ricot ein weiteres Produkt verwendet, und zwar eine Maske, die Anti-Imperfections Mask. Die ist halt in einer Tube und dementsprechend für mehrere Anwendungen. Das ist einfach gegen Imperfektionen, stand hier drauf, also gegen Nicht-Perfektionsgeschichten, also quasi, wenn du Rötungen hast, wenn du Hautunreinheiten hast, wenn du irgendwas hast, was nicht ins Gesicht gehört und du es irgendwie schön haben willst, kannst du diese Maske verwenden. Da hast du richtig viele Anwendungen rausgekriegt. Das sind 40 Milliliter drin, das ist, reicht dir ewig und drei Tage. Habe ich auch im Sommer angefangen zu nehmen, habe ich jetzt leer gemacht im Winter, also ein halbes Jahr habe ich grob dafür gebraucht, um das aufzubrauchen. Von daher, ne, kannst du dir vorstellen, wie lange manche Produkte schon bei mir in den Schränken standen. Ich war fleißig. So, auf jeden Fall ist das eine schöne Maske und genau, wegen dem Zink hast du das wirklich, dass du auch merkst, dass es die Haut reinmacht. Das macht richtig was mit der Haut und das hat mir so gut gefallen. Tolles Produkt, lege ich dir volle Kanne ans Herz. Richtig, richtig geil. Ne? Ist auch im bezahlbaren Rahmen und da kriegst du halt richtig viele Anwendungen raus. Von daher, geiles Produkt. Dann habe ich einen Eyeliner leer gemacht, beziehungsweise ja, leer gemacht. Ne? Der ist dann halt irgendwann trocken. Das ist von Essence, der Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Das ist dieser hier. Das ist ein Filz-Eyeliner. Ja, ne? Der hat gut gemalt, der hat mir ganz gut gefallen, hat eine schöne Filzstiftspitze, die vorne auch, wie man sieht, zwar ausgetrocknet ist, aber nicht abgeknickt ist oder so. Fand ich klasse. Also das Einzige, was halt seine Schwäche ist, wenn ich halt wirklich intensive Lidschattenlooks hatte, sprich wenn ich richtig Glitzer-Lidschatten auf dem Auge hatte oder so, da hat er geschwächelt. Ne? Da hat er dann auch irgendwie nicht richtig malen können, da musste man ihn zwischenzeitlich sauber machen. Aber ansonsten hat er mir gut gefallen und kann ich empfehlen. Ich mag ja allgemein gerne Filz-Eyeliner. Ja, ein Shampoo hier habe ich leer gemacht von Gliss Kur.
Das mochte ich gar nicht, weil das meine Pickel auf der Kopfhaut erstmal hat sich entwickeln lassen. Und zwar extrem. Altobelli, als ich das verwendet habe, ich hätte kotzen können. Ich habe es nicht gerafft. Ich habe es erst gerafft, als ich es nicht mehr benutzt habe, weil dann auf einmal meine Pickel schlagartig weniger geworden sind. Leute, nee, Kräftigungsshampoo mit Rosenwasser. Ich dachte eigentlich aufgrund von Rosenwasser mega geil und das duftete auch voll toll, hat mir aber leider meine Kopfhaut extrem irritiert. Nein, nein, nein. Mega gar nicht gut. Dann habe ich hier von Hairburst die Chewable Hair Vitamins leer gemacht. Die hatten wir auch mal in der Box mit drin, ne? Ja, das war halt in so einer Rausdrückpackung, also wie man halt so Lutschtabletten zum Beispiel hat, ne? Das sah alles sehr medizinisch aus. Ja, es regt dein Haarwachstum an, aber überall. Also du kannst dir da ungefähr täglich die Achseln rasieren und auch die Beine, was du sonst noch so rasieren willst, aber. Ne? Also es hat schon gemacht, dass die Haare dadurch schon ganz gut gewachsen sind und es war nur für 15 Tage. Also Leute, ne? Zwei hat man davon am Tag gegessen, einen morgens, einen abends habe ich mir reingepfiffen und ja, sie sind aufgegangen wie Zäpfchen. Ne? Wenn du Bock drauf hast, dir jeden Tag die Achseln und die Beine zu rasieren, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Gutes Produkt, aber es hat halt leider wirklich alles wachsen lassen. So, dann habe ich hier von The Body Shop British Rose den Body-Joghurt leer gemacht, aufgebraucht. Den habe ich jetzt schon ein zweites Mal, glaube ich, verwendet, oder? Meine ich jedenfalls. Finde ich klasse. Der riecht so unsagbar gut. Der schmilzt so schön. Oh, das ist eine ganz tolle Textur. Also wirklich wie so ein. Ja, nicht. Joghurt ist noch zu fest dafür, finde ich. Also noch ein bisschen sanfter als Joghurt. Joghurt hat ja auch so eine seidige Oberfläche. Genauso ist das auch. Lässt sich 1A verteilen, hat ein schönes Hautgefühl hinterlassen, ist super eingezogen. Also ganz klasse, das Produkt. Das war auch in der Glossy Box Birthday Edition mit drin. Ja, noch ein Produkt, was ich sehr gerne verwendet habe, wo ich auch noch ein paar Backups Gott sei Dank von habe, ist von Benefit der 24 Hours Brow Setter. Den habe ich auch heute drauf. Habe ich, glaube ich, eben sogar leer gemacht. Ja. Wir zwei haben uns eben schon gesehen. Genau, das ist einfach ein durchsichtiges Augenbrauengel, was du dir halt auf die gemachten Augenbrauen gibst. Und das hält dir die Augenbrauen echt in Form und an Ort und Stelle. Und es ist einfach fest, ne? Es ist so geil. Und es hält dementsprechend dann natürlich auch die Farbe an Ort und Stelle. Geiles Produkt, kann ich voll empfehlen. Stehe ich voll drauf, wirklich. So, von Taxofit Vitamin B12 und B5 für Energie und Leistung. Jo, ne? Ist ein gutes Nahrungsergänzungsmittel für mich so gewesen, hat mir ganz gut getan. War lecker, vor allem, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass mein Vitamin B12 oder B5-Haushalt mega angestiegen wäre und ich mich jetzt mega vital gefühlt hätte. Nö, aber ne, hat lecker geschmeckt, würde ich mir aber nicht im Laden kaufen. Eine Mascara, die jetzt auch fertig ist, ist die von Art Deco, die Scandalous Lashes Mascara. Ja, ne? Die ist einfach jetzt mittlerweile eingetrocknet, hatte ich selber in einem Trash-Paket mit drin. Und jetzt ist sie einfach bei mir eingetrocknet, aufgrund von viel verwendet. Und sie klumpt halt nur noch. Ja, deswegen ist sie einfach jetzt aussortiert worden. Aufgrund ist auch irgendwie leer, da kommt nichts mehr wirklich. Ne? Das ist mir einfach auch auf den Sack gegangen, dass ich da ständig dann mit einem extra Wimpernbürstchen nochmal durchgehen musste, um die Wimpern dann doch noch irgendwie von diesen einzelnen Bröckchen zu befreien. Also das sind definitiv ein Riesenbürstchen, überhaupt nicht filigran und dementsprechend hat sich dann auch das Produkt daran gesammelt. Gummibürstchen mag ich ja eigentlich sehr, sehr gerne. Ja, aber die hat sie jetzt einfach mal hinter sich. Genauso wie diese hier, die L'Oreal Unlimited, die fand ich richtig klasse. Oh, die hat tolle Wimpern gemacht, wirklich. Ich habe noch nie dieses, nie habe ich das mit dem Abknicken benutzt, muss ich gestehen. Ich habe die immer, upsala, ganz normal verwendet, genau. Und das ist das Problem, was sich ergeben hat. Nämlich der Stopper, der sich hier oben dran gefressen hat und das Bürstchen, was einfach voll von Produkt jetzt nur noch ist. Auch die hat wirklich nur noch dann dementsprechend geklumpt. Ab und an habe ich es geschafft, dass ich dann von diesem Bürstchen den Stopper, dass ich den Stopper hier reingepresst bekommen habe und dementsprechend das Produkt auftragen konnte. Aber das war dann wirklich nur noch so klumpig. Das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, Leute. Deswegen, die darf jetzt auch gehen. War auch in einem Trash-Paket. Also, nö, habe ich da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Dann habe ich hier von Dr. Massin Cosmetics Long Lashes ein Wimpernwachstumsserum aufgebraucht. Das ist einfach so ein Bürstchen gewesen. Du, wenn ich solche Serien in Boxen drin habe, verwende ich die auch sehr gerne. Ich verwende zwar auch parallel dazu Rizinusöl, was meiner Meinung nach noch mehr die Wimpern festigt. Also so schaut das Produkt aus. Es ist einfach so ein Bürstchen.
Und dann macht man sich dieses Serum auf die Wasserlinie, ach Quatsch, auf die Wasserlinie, oh nein, auf die Eyeliner-Linie, sage ich jetzt einfach mal, ne, auf den oberen Wimpernkranz da drauf. Und ja, das hilft dann quasi beim Wachstum, beziehungsweise ich glaube, das funktioniert so, dass es da die Wimpern daran hindert, auszufallen. Das verlängert quasi die allgemeine Wachstumsphase und Lebensdauer der Wimper auf dem Auge. So. Und das Rizinusöl ist einfach dazu da, um die Wimpern an sich zu pflegen und um alles irgendwie zu pflegen und um dafür zu sorgen, dass da halt auch nichts abbricht zum Beispiel. Deswegen habe ich auch wirklich so krasse Wimpern, weil ich das wirklich in Kombi verwende und ich kann es einfach empfehlen. Es ist ein geiles Zeug. Alles, alles. Rizinusöl. Und so gut wie jedes Wimpernserum. Also ich bin mit dem von Isana auch angefangen und sehr, sehr glücklich gewesen. Und das hier ist tatsächlich jetzt auch die Bedingung für das Gewinnspiel. Schreib du mir doch mal in die Kommentare rein, ob du schon mal ein Wimpernserum verwendet hast. Und wenn ja, welches? Und ob das irgendwie einen Effekt hatte oder so. Und wenn du kein Wimpernserum verwendet hast, dann schreib einfach rein, nö, ich habe noch kein Wimpernserum verwendet. Das ist die Bedingung. Genau, weiter geht es hier. Sephora The Primer Mask habe ich auch mit euch zusammen getestet, ne? Während ich halt die Produkte ausgetestet habe. Ja, braucht man nicht, finde ich. Man braucht es einfach nicht. War cool, ne? Ihr habt auch alle geschrieben, hey, das sieht voll gut aus jetzt in deinem Gesicht und so, als ich die Maske abgenommen habe. Ja, aber das hätte es auch getan, wenn ich eine normale Maske verwendet hätte, oder? Ich weiß nicht. Ich fand das einfach unnütz, dass du für die Verwendung eines Primers eine Maske verwendest und zum einen die Maske an sich ja verschwendest und zum anderen so viel Flüssigkeit da drin war, dass das für 5 weitere Anwendungen gereicht hätte. Also, naja, fand ich ein bisschen überflüssig. Ja, Binden habe ich auch gebraucht. Herzlichen Glückwunsch von Always. Warum liegen die hier drin? Läuft bei mir, ne? Dann habe ich hier eine Foundation. Ja, das haben wir auch in dem Video getestet, ne? Die Double Wear Foundation. Falsche Farbe. Outdoor Beige ist nicht meine Farbe. Aber die Foundation an sich hat mir gut gefallen. Also von dem Tragegefühl her. Musste aber leider dann ja irgendwann abgemacht werden. Ihr wart ja mit dabei. So, was ist das? Hier ist was ausgelaufen. Schön. Ja, Isana Body Lotion. Ich bin verliebt in dein Lächeln. Ich fand den Duft total geil. Richtig geil fand ich den. Ohne Scheiß. Hat mich auch so ein bisschen an diese Bum Bum Cream erinnert, muss ich sagen. Ne? Also wirklich, der Vanilleduft war schon sehr, sehr ähnlich. Mein Freund hat es gehasst. Also ja, war er froh, als die Bodylotion dann leer war. Hat auch gepflegt, ne? War auch gut. Ja, Eucerin Dermocapillaire, das ist auch wieder so ein Hypotolerant Shampoo, was ich halt auch dienstags und freitags verwendet habe, um meine Kopfhaut entsprechend zu pflegen und zu schonen. Auch das richtig klasse. Ist halt jetzt nicht so ein klassisches, aufschäumendes, mega geiles Gefühlsshampoo, sondern es ist einfach ein pflegendes Shampoo. Dann habe ich hier ein Body Peeling leer gemacht, Icy Berry. Ja, von Balea. Auch das fand ich toll. War ein Zuckerpeeling. Zuckerpeelings finde ich ja besser als mechanische, also als Peelings, wo halt so Partikel mit drin sind. Oh, das hat einfach so geil künstlich gerochen, ne? Oh, voll mein Ding. Richtig süß, richtig pinky, richtig meins. Man muss dafür halt wirklich auf sowas stehen und das tue ich. Dementsprechend empfehle ich das wirklich nur Leuten, die auf sowas stehen. Ansonsten ist es ein bisschen zu krass. So, dann habe ich hier noch einen Eyeliner leer gemacht und zwar ist das von Avon True Glimmer Sticks Eyeliner Glimmering Onyx. Das habe ich von der lieben Lea, glaube ich, mal bekommen. Kann das sein? Ja, das war so ein Rausdrehvieh. Der ist jetzt einfach nicht mehr da. Ne? Da gibt es noch ein Mini-Ding, was rausguckt. Aber da kriegst du bei weitem nichts mehr mit auf dein Auge. Habe ich wirklich so als Schnellverfahren morgens einfach verwendet und hatte dann einen quasi dezenten Eyeliner gezogen. Jetzt aktuell verwende ich einen braunen von Clinique. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ne? Einfach diese Stifte finde ich super einfach für den Alltag. Ja, ne? Hat so lala gehalten. Also wenn ich dann so ölige Augenlider bekommen habe, was ich einfach über den Tag manchmal bekomme, ist er dann halt irgendwann weggegangen, weggeflossen, wie auch immer man das nennen mag. Ne? Er war halt dann irgendwann am Feierabend nicht mehr da. Ciao. So, dann habe ich ein Produkt aussortiert, wo wahrscheinlich viele sagen, oh mein Gott, das ist doch total super. Nee, bei mir leider gar nicht, denn es hat meine Haut vollkommen gereizt. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% und B5. Ja,
Nee, hat mir nicht gut getan. Also ich habe davon echt Probleme gekriegt. Jedes Produkt, was ich danach aufgetragen habe, hat gekrümelt, egal welche Creme, welches Serum ich versucht habe damit zu kombinieren. Es hat nicht funktioniert. Zudem hat es meine Haut enorm gereizt. Also ich habe richtig Pusteln davon bekommen. Ich habe richtig so, also mein Hals sowieso, reagiert ja sofort auf solche Geschichten. Ist ganz rot und stippig geworden, und in meinem Gesicht, ich habe so viele Pickel bekommen, also ganz furchtbar. Und es lag nicht daran, dass ich Erdbeerwoche oder sowas hatte. Und ich habe nicht wenig davon verwendet, ne? Also ich habe es bis hierhin aufgebraucht, einfach weil ich immer wieder versucht habe und ich wollte, dass es funktioniert, tut's aber nicht. Deswegen ist das hier jetzt tatsächlich ein aussortiertes Produkt, was weiter wandern wird, wo ich aber kurz noch einfach mein Feedback zu geben wollte. Leider nein. Deswegen darf es jetzt auch da hinten stehen. So, dann habe ich hier einen Lippenpflegestift leer gemacht von BB Zartrosé. Ganz klassisch, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich den hatte. Ich glaube, auf der Arbeit oder so. Ja, das ist halt, hier hast du jetzt das Plastik, was da rauskommt. Und sobald oben dieses Plastik rauskommt und in Berührung mit meinen Lippen kommt, kriege ich Gänsehaut und ich sage ciao. Das ist dann einfach vorbei. Meine Stimme ist auch schon wieder vorbei. Was ist hier los? So, einen habe ich hier noch. Und zwar ist es hier eine Maske gewesen, die ich gemacht habe. Die Neutrogena Illuminating Boost Maske. Hydrogel. Da sage ich ja auch immer, ne? Also diese Hydrogel-Masken von Neutrogena finde ich klasse. Die habe ich einmal in diesen Richtungen. Ich habe da auch noch andere Farben von. Und dann habe ich auch als Lieblingsmaske die blaue Version davon. Hat mir einfach gefallen, die passen bei mir und die halten und ich merke einfach die Pflege und das tut mir einfach gut. Deswegen, die kann ich einfach vorbehaltlos empfehlen. Mir gefällt es richtig gut und das war mein Aufgebrauchtvideo. Leute, lang genug gewesen. Ich glaube, es geht hier fast eine Stunde. Unfassbar. Ich versuche so wenig wie möglich zu schneiden. Ne, dann habt ihr auch mal ein richtig langes Video von mir. Ja, ne, das waren jetzt meine ganzen Reviews und Informationen zu den Produkten, die so hier leer gegangen sind in diesem Monat, in diesen 2 Monaten vielmehr. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Das wird mir voll helfen und da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!